10 Gründe, die Union Berlin besonders machen. Nach der erfolgreichen Relegation gegen den VfB Stuttgart erhält die Bundesliga Zuwachs durch einen nicht ganz alltäglichen Verein, den 1. FC Union Berlin. Die Köpenicker sind der 56. Neuling im deutschen Oberhaus, aber alles andere als gewöhnlich. 10 Dinge, die den Club aus Ost-Berlin besonders machen. Gegenentwurf: Die Köpenicker sehen sich selbst als Gegenentwurf zum Establishment und dem Kommerz im Fußball. Nicht umsonst heißt es in der Vereinshymne, wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Eisern Union. Als einziger der 38 Profivereine stimmten die Berliner 2012 gegen das Sicherheitskonzept des DFB, um sich nicht dem politischen Druck zu beugen. Das sorgte für Aufsehen, aber auch für Ablehnung. Kreativ: Im WM-Sommer 2014 erlangt Union durch eine spektakuläre Aktion Bekanntheit. Berliner Fans bringen ihre Sofas auf den Stadionrasen, um gemeinsam die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien anzuschauen. Bei Partien mit deutscher Beteiligung finden sich mehr als 10.000 Gäste in Köpenick ein. Stadionbau: 2300 der treuesten Fans halfen in der Saison 2008/09 mit den eigenen Händen beim Stadionausbau, weil das Geld knapp war. Im 99 Jahre alten Stadion an der Alten Försterei gibt es derzeit bei 22.012 Plätzen nur 3.617 Sitzplätze. Unioner stehen ist die Devise. Geplant ist, auch zur Erfüllung der DFL-Auflage von 8.000 Sitzplätzen, ein Ausbau auf 37.000 Plätze. Weihnachtssingen: Bei Union wird nicht nur Fußball gespielt, sondern auch gesungen. Seit 2003 füllen jährlich Fans das Stadion, um jeweils am 23. Dezember ab 19.00 Uhr gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. In den zurückliegenden Jahren war die Kultveranstaltung mit 28.500 Tickets in wenigen Stunden ausverkauft. Fan als Präsident: Der heutige Clubchef Dirk Zingler stand früher selbst im Fanblock. Bis heute ist er der größte Anhänger der Eisernen. Ich habe 40 Jahre lang auf diesen Tag gewartet, sagte er nach dem 0:0 am Montag gegen Stuttgart. Stadionaktie: Vor 7 Jahren kaufen 5.473 Fans Stadionaktien und halten seitdem rund 44% an der Stadionbetriebs AG. Damit entscheiden die Fans über den Stadionnamen und werden nie zulassen, dass ihr Wohnzimmer wechselnde Namen von Sponsoren trägt. Der Angelfreund Urs Fischer macht seinem Namen alle Ehre. Der Schweizer Trainer ist ein passionierter Hobbyangler. Bei Instagram postet er auch schon mal Fotos vom Fliegenfischen in Brandenburg. Stadtderby-Räunde zu Mauerzeiten, abgekühltes Verhältnis nach der Wende. Die Beziehung zwischen den Fans von Union und dem Stadtrivalen Hertha BSC hat sich stark verändert. In Herthas Zweitligajahren 2010/11 behauptet sich Union nach 1:1 und 2:1 im Olympiastadion als Stadtmeister. 2 Jahre später revanchiert sich Hertha 12/13 mit einem 2:1 an der Alten Försterei, kommt aber in der heimischen Arena nicht über ein 2:2 hinaus. Nina Hagen, Punkröhre Nina Hagen, singt seit 1998 nicht zufällig die Hymne der Unioner. Wir aus dem Osten gehen immer nach vorn, heißt es im Song der Kultsängerin, die als Kind mit ihrem Vater im Stadion weilte und den Köpenickern die Daumen drückte. Der Politiker Oliver Runert ist nicht nur Geschäftsführer beim 1. FC Union, sondern sitzt als Fraktionsvorsitzender der Partei Die Linke auch im Rat der Stadt Iserlohn. Dafür reist der frühere Schalker regelmäßig zwischen beiden Orten hin und her. Let's block it's why.